Hallo und willkommen zu einem neuen Follow My Week oder Weekly Vlog oder was auch immer ihr es nennen wollt. Und ich bin jetzt gerade dabei, hier die Tischdecke zu wechseln, weil die schon dreckig ist, wie man sieht. Oder vielleicht sieht man es nicht so stark, aber auf jeden Fall ist die schon dreckig. Und ja, heute war ich in der Uni heute Morgen, hatte eine mündliche Prüfung. Die war eigentlich ganz okay. Und habe die Fenster aufgemacht. Habe die Fenster aufgemacht, weil draußen ist es, also es ist frisch, aber sehr sonnig. Und damit die Wohnung so ein bisschen gelüftet wird. Und ja, jetzt mache ich mir auch noch Essen. Und zwar Kartoffeln mit Eier und Thunfisch. So was ganz Einfaches. Habe jetzt keine Lust, irgendwas Großaufwendiges zu machen. Guten Morgen. Ich habe mein Frühstück schon fertig gemacht und habe hier Naturjoghurt mit Banane und ein paar Blaubeeren. Und dann habe ich oben Zimt so ein bisschen drauf gestreut und dann habe ich hier meinen Kaffee mit ein bisschen Milch und braunen Zucker. Heute habe ich um 12 Unterricht, das heißt, ich mache mich auch gleich fertig. Dann später wollte ich kurz in die Stadt noch was besorgen. Und dann komme ich auch nach Hause und dann muss ich auch ein bisschen lernen. Und ja, ich werde noch diese Woche nicht mehr, weil ich es nicht mehr schaffe. Aber nächste Woche werde ich noch das Video von, also 2016, bearbeiten. Mit den besten Momenten. Damit es auch irgendwann online ist. Weil das wollte ich eigentlich schon vorher machen, nur ich hatte die Zeit nicht. Und ja, heute bin ich sehr früh aufgewacht, weil Carlos jetzt ja immer früh aufsteht. Und dann war ich so gegen 7 Uhr auf, dann bleibe ich noch so eine halbe Stunde bis 40 Minuten im Bett und gucke mir irgendwas an. Und dann stehe ich auf und mache mir Frühstück. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber bevor ich nach Portugal gehe, drehe ich noch dieses Bean Buzzled Challenge. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das auf Deutsch oder auf Portugiesisch drehe. Mal gucken. Und ja, irgendwie drehen meine Augen ein bisschen. Wegen der Kälte. Und ja, ich muss noch diese Wäsche aufräumen, diesen Berg. Weil ich es noch nicht geschafft habe. So, ich bin jetzt fertig angezogen. Und habe mich auch schon geschminkt und jetzt werde ich noch einen Schein ausdrucken. Und ich habe, glaube ich, auch schon ausgedruckt. Muss ich gerade überlegen, wo ich das überhaupt habe. Ja. Scheine. Ist hier irgendwie nichts? Oh doch. Was ist das in Englisch? Literatur. Muss ich jetzt noch mal in Ruhe. Hm.
Ja, wie ihr seht, ist es hier ein bisschen unordentlich bei mir. Das muss ich noch aufräumen, bevor ich gehe. So, ich bin jetzt dabei, hier so Einlagen in meine Boots reinzumachen. Weil die ein bisschen zu groß sind. Was hast du denn hier Schönes gezaubert? Essen. Essen. Hier, ganz. Ich leg mal die Einkaufsliste hier hin. Ich habe noch Gürkchen dazu geschrieben. Gürkchen? Sauergürkchen? Ja. Also hier haben wir ein Pasta-Gericht mit veganer Wurst. Mhm. Nein, Spaß. Mit Wurst, Champignons, Paprika, Lauchzwiebel. Und das war's, oder? Sehr lecker. Und was hast du da? Mit Versing statt Pasta. Mhm. Dann lass es dir schmecken. Wir essen gerade Litchi. Musst du Sport machen? Bist du traurig deswegen? Ja. Schmecken die Litchis? Sport machen ist cool. Ja, die sind voll süß. Ich liebe Litchi. Ist gerade Litchi-Zeit. Litchi. Guten Morgen. Heute ist Freitag und heute habe ich mal keine Uni. Ich werde zu Hause so ein bisschen was machen. Und werde mir jetzt auch ein Frühstück machen, weil wir haben schon 9 Uhr. Ich habe ein bisschen länger geschlafen heute. Weil ich die letzten Tage immer so gegen 7.30 Uhr, 8 Uhr aufgestanden bin. Heute habe ich mir gedacht, dass ich ein bisschen länger im Bett bleibe. Und ja, ich mache mir jetzt was zu essen. So, ich habe schon gefrühstückt und die Wohnung gelüftet. Und jetzt habe ich auch mein Gesicht gewaschen und eingecremt. Meine Haare sehen irgendwie komisch aus heute. Aber das ist egal. Ich schätze euch mal hier ab. Und heute muss ich noch diesen Bärklamotten aufräumen. Und ich habe meine Sachen schon so ein bisschen eingepackt für Portugal. Das ist mein Koffer, der ist fast voll. Hier sind schon 14 Kilo drin. Und ich nehme ungefähr 15, 16 mit. So, habe ich jetzt schon ein bisschen Foundation aufgetragen. Und sehe noch ein bisschen blass aus. Deshalb werde ich ein bisschen Bronzer benutzen, um etwas Farbe in mein Gesicht zu bringen. Abklopfen und dann hier oben noch und die Nase. So, sieht doch viel besser aus. Oder nicht? So. Und ich sehe gerade, dass meine Batterie wieder leer ist, deshalb muss ich die jetzt nochmal aufladen. So, ich habe mich gerade geschminkt. So ein bisschen schlichter. Und habe auch schon Mittag gegessen. Ich guck mal, ob der Carlos schon kommt. Nee. Und zwar gibt es heute etwas Leckeres. Ich muss das gerade mal aus dem Ofen.
so, es gibt gefüllte Aubergine. Leckere gefüllte Aubergine. So, Mittagessen ist fertig und zwar gibt es diese gefüllte Aubergine, die ist mit Feta-Käse, Avocado. Dann habe ich Veggie-Frikadellen geschnitten und reingemacht. Und was habe ich noch reingemacht? Ah, und dann habe ich noch Champignons klein geschnippelt und auch reingemacht. Dann gibt es diese Champignons gefüllt mit Feta-Käse und dazu auch noch Reis. Also 50% Baumwolle wäre drin und dann heißt der Rest wäre dann Viskose. Oder? Hallo. Wir sind hier am Main. Hi. Wir sind hier am Main, am schönen Main. Und hier ist die EZB. Mhm. Und jetzt gehen wir ins Osten, was essen und was trinken. Ne? Jo. Ist schön hier, ne? Ja, ist ein bisschen kalt, aber jetzt auch nicht so mega kalt. Und dann halt noch ein Zimmer.